So, hey Martin, ist der 9.1. Jetzt machen wir mal ein Makro-View vom S&P und vom DAX, was uns vielleicht dieses Jahr erwartet. Ich habe jetzt auch mit einigen Freunden in Chicago gesprochen, die wiederum mit einigen Insidern da auch gesprochen haben, was da denn so los ist, was denn eventuell dieses Jahr passieren könnte. Es ist auch Wahljahr. Und naja. Es sind folgende Szenarien möglich, eigentlich nur eins momentan, dass wir gegebenenfalls dieses Jahr die 1500 beim S&P sehen könnten, sogar 1600. Hier, wie gesagt, hatten wir ja, wenn man das den Monthly mal sieht, hatten wir im Jahr 2000 die Internet-Bubble, ja, hier hat man die Immobilien-Bubble, die da auch da ein unschönes Ende gefunden hat, und hier haben wir eben diese Druckmaschine-Bubble sozusagen. Ja. Wo jetzt auch in China das schon anfängt, weil da auch auf Kredit, auf Pump-Aktien gekauft worden sind, etc. Die Wirtschaft nicht so also richtig läuft. Ist das sicherlich keine Unterstützung hier für den Markt, gerade in diesen Bereichen. Ja. Vom rein charttechnischen sind wir schon in einem Abwärtstrend. Wir haben ja gelernt hier, DE Minus hat hier im monatlichen hier gekreuzt. Ja, allerdings war der ADX also oberhalb, aber die Kreuzung selbst war unter 20, also noch nicht schwach, aber wir hatten diese Bestätigungskandeln eigentlich noch nicht gekriegt, weil es wahrscheinlich jetzt im Gange ist. Das heißt, wichtig wird sicherlich diese Zone sein. Nur wenn die durchbrochen ist und man sieht, wenn DI minus den ADX selber kreuzt von unten nach oben, dann beginnt es richtig loszugehen. Ja. Dann geht immer sehr oft der DI Minus, dann schießt in die Höhe und dann sind wir hier ganz schnell unten. Ja, das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ausgereizt wird. Ja, so ist auch so die Insider-Meinung hier da in Amerika von einigen Börsenhändlern etc. Und ich wollte es einfach mal hier reinstellen, dass man gegebenenfalls nicht überrascht ist, falls es dieses Jahr nicht ganz so rosig aussieht, dass man auch weiß, warum. Wir befinden uns schon im Abwärtstrend, auch im Weekly-Bereich, selbstverständlich. Ja. Sind wir da auch schon im Minus, schon seit längerer Zeit eigentlich, ja, von der Berechnung her sogar schon hier. Ja. Und der Trend steigert sich jetzt. Das heißt, guck mal, der ADX selbst steigt. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, alle möglichen, sag ich mal, Erholungen, sollte man eher, sag ich mal, von der Wahrscheinlichkeit her als Short-Einstieg nehmen, ja, als jetzt eine Rallye hier oben zu erwarten. Also gegen so einen Trend, da muss aber was Heftiges passieren, was ich eigentlich so nicht mehr glaube. Schaut mal, DE Minus ist noch nicht so ganz im 10er-Bereich, da ist noch Luft nach unten, hier haben wir noch Luft nach unten, ja. Und wir sind noch im Weekly, Entschuldigung, ja. Und jetzt um diese Kreuzung, um einen Aufwärtstrend hier zu gestalten, also dann brauchen wir 2 Monate, aber eine heftige Bewegung in die Richtung. Dann würde aber diese D Plus vielleicht noch nicht mal annähernd hier so eine Kreuzung. Ihr seht ja auch, wie lange das dauert, zum Beispiel so eine Kreuzung. Jetzt haben wir hier den November. Und die andere Kreuzung war hier fast schon ein Jahr ist es. Das ist fast ein Jahr. Das heißt, nach dieser Kreuzung erwartet nicht, ja, jetzt einen plötzlichen Umkehr. Das heißt, wir müssen uns einstellen, Linien hin und her, das zählt. Versteht ihr? Das ist der Trend. Was anderes zählt nicht. Ja. Die Linienwiderstandszonen werden aufgrund dieses Trends gemacht. Wir sind schneller. Wenn wir diese Studien jetzt immer wieder machen, sind wir immer voraus den Linien und Widerstands- und Fibonaccis und alles, was da kommt, weil der Trend ist your friend und der Trend macht Money. Und ihr werdet auch später sehen, ich mache den COT-Report. Gerade auch bei den Kreuzungen sieht man auch Commercials und diese Intermediaries entsprechende Positionen, das heißt, die bewegen den Markt, weil die diese Open Interest natürlich bewegen, weil die Open Interest ist ja meistens sind die Großen zu 99%. Ja, ich zeige auch, wer genau da Finger im Spiel hat. Das heißt, nach so einer Kreuzung ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir hier wieder einen Trend machen. Das heißt, wie gesagt, jede Korrektur, die da kommt in diesen Abwärtstrend, das wird sicherlich kommen, also so langsam oder heftig, das weiß man nicht. Ja, da steckt keiner drin.
Wird sicherlich dafür, soll genutzt werden, höchstwahrscheinlich, nicht höchstwahrscheinlich, also ich nutze sie zum Shorten, ja, und ich werde euch Optionen zeigen, dass man trotzdem mit einer schönen Call Delta, fast Delta neutralen, Delta 0,8 Position, aber der Vorteil ist bei einer Delta 0,8, die Calls sind empfindlicher, sensitiver, volatiler, das heißt, sollten wir, sage ich mal, nach einer kleinen Rallye uns entschließen, dann wieder Short zu gehen. Machen wir eine schöne Kombination, dass wir beim nächsten Schub nach unten, der sicherlich kommen wird, höchstwahrscheinlich, schön Geld verdienen, aber hier oben in dem Bereich, naja, ich zeige euch das, das ist ein Nebeneffekt. Jetzt pass mal auf, nicht Nebeneffekt, Entschuldigung, also Nebensatz. Das sieht wöchentlich aus und im Daily haben wir Folgendes. Ja. Auch DE minus, ja. Hier Abwärtstrend, Bollinger gerade so gekratzt, aber mein, das ist jetzt kein Hexenwerk zu erraten, wo wir landen, aber ein kleiner Rebounce vielleicht auf die 2 ist immer noch möglich. Das heißt, wenn wir jetzt im Daily 1, 2, 3 Kerzen, dann wäre der Durchschnittslinie, ja, wäre dann so 2. Könnte mir gut vorstellen, dass die 2 dann so eine Zone wird, wo es dann wieder vielleicht eventuell nochmal kommt, wenn es heftiger kommt. Wenn es China uns noch mehr Sorgen macht, kann das Ding ganz schnell hier durch. Könnten wir vielleicht einen kleinen Crash kriegen, weil dann würde dieses Chart dann so aussehen und der Trend würde dann richtig, ne, heftig werden, so wie hier auch. Ja. Weil hier sieht man, dass es ein bisschen in wellenartig ist, also nicht ganz so heftig wie hier. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also es sind fast halbiert, gestückelt. Hier wären in 3 Tagen, hier sind vielleicht in 7 Tagen. Deutet eher auf einen konkreteren Abverkauf hin. Ja, sieht man dann später auch bei den, ja gut, ich mache mal einen kleinen Sprung noch. Commitments of Traders. Greife ich jetzt mal vor, ganz kurz. S&P 500. Schaut mal her. Mich interessiert die Open Interest. Ganz kurz. Wir kommen später dazu in einem anderen Video. Total Open Interest. Open Interest sind die großen Big Banks, Big Money. Und hier fällt die Open Interest. Und wenn wir jetzt hier die Range anschauen, die 5-Jahres-Range, guck mal, was passiert ist. Erinnert euch in 2008. Sind wir da so weit? Sind wir noch nicht? Moment, muss noch ein bisschen, Entschuldigung, länger eine Periode machen. Na komm. Will er nicht? Warum will er uns nicht? Na, Computer. Ja, genau. Schaut mal. Da haben wir die Achter. Und wo haben wir das jetzt? Der Total Open Interest. Die hat habt ihr vorhin aber anders gezeigt. Warum zeigt er die jetzt andersrum? Wartet mal, was habe ich denn da eingegeben? Weekly COT. Na gut, das konnte man nicht sehen, da hat er mir vorhin einen Streich gemacht, obwohl jetzt ich auch nicht genau weiß, warum das jetzt anders ist, als ich vorhin angeschaut habe. Hier hatten wir, ja, in dem Bereich, warte mal, da muss ich jetzt mal gucken, was das ist. Warte mal. Es war ein bisschen verwirrend von der Zeit, ein bisschen verwirrend von der Zeitachse. Hier war ja dieser Crash, ne, in 2008. Da sieht man auch hier, dass die Dealers hier in den Shorts gegangen sind. Aber wir wollen die Total Open Interest, die ist ja auch gefallen, ja, von diesem Niveau auf diesem, ja. Und wir haben hier, und auch seht wunderbar, seit 2014 schon. Ein Rückgang der Open Interest und ein Rückgang der Open Interest heißt eigentlich eher ein bärisches Szenario. Ja, das heißt, die bauen keine Long-Position auf und halten die. Also da sind die Leute halt zögerlich. Das heißt, auch von der Open Interest-Position der Future kann man auch ein bisschen so erkennen, ja, wie da so ein Trend ist. Ja. Hier ist eben, haben wir die Erholung gehabt nach dem Crash. Das sieht man dann, ja, im 8. Also da waren wir jetzt halt so im leicht tieferen, dann ist die Open Interest leicht gestiegen. Wir müssen immer den Durchschnittswert nehmen. Das sind dann immer diese monatlichen Anpassungen oder quartalsmäßige Anpassungen. Und dann,
so ein Durchschnitt natürlich gestiegen und man siehe da, von 2014 haben wir so einen Gipfel gehabt, ein kleines Top und jetzt nimmt es wieder ab. Das heißt, es deutet auch auf einen Bärenmarkt hin. Ja. Es deutet auch auf einen Bärenmarkt hin. Das heißt, passt auch zum Bild. Die Open Interest nimmt ab. Ja, es ist jetzt nicht zu erwarten, dass plötzlich die Manager jetzt hier enorm viel einkaufen. Ja. Der Trend passt und es ist noch Platz nach unten. Ja. Und beim DAX sieht es eigentlich dann halt leider ähnlich aus. Das gleiche Chart. Erstmal machen wir erstmal das Monthly. Bleiben wir beim Monthly. Ich glaube, das ist der heutige. Ne? Sogar sind wir ein bisschen tiefer, haben wir jetzt im Nachbörsenschluss. Haben wir die gleichen Szenarien, haben wir die Internetbubble, haben wir die Immobilienbubble und hier auch die letzten 2 Jahre das gedruckte Geld. So. Und hier allerdings haben wir Monthly und jetzt siehe da. Da seht ihr nicht, was für eine enorm starke, kraftvolle Bedeutung dieser ADX hat. Wir wollen hier durch auf einem 20er Niveau. Das heißt, wir sind gerade dabei, einen Trend zu definieren. Und wir haben auch noch zusätzlich gelernt, ja, dass nach einem Optionsverfall, wie wir im Dezember hatten, ein neuer Trend beginnt. Meistens, sehr oft. Ja. Das heißt, haben wir wieder eine Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Trend bärisch ist. Wir haben hier ein Indiz, dass ein Crossing stattfindet. Und ihr seht, ein Crossing auf Monthly passiert nicht so oft. Ja, hier ist kein, doch das ist, glaube ich, hier ein Crossing. Ja, das heißt, wann war das? Guck mal, 2014. Ja, das ist 1,5 Jahre. Das heißt, so ein Ding wird nicht von heute auf morgen sich umkehren. Wir haben aber noch eine Chance, dass das Blaue obsiegt, sage ich mal, ja, dass es abspringt vom 20er. Die Wahrscheinlichkeit ist auch da. Das heißt, ob jetzt der Markt diesen längerfristigen Aufwärtstrend jetzt so schnell verlässt, wird sich jetzt zeigen. Ja. Das heißt, er könnte durchaus nochmal hier in diese Linie 10,4 antasten, wäre durchaus denkbar. Ja. Man sollte es aber immer noch im Hinterkopf haben, dass es immer noch keine Rallye ist, wenn wir die 10,4 sehen. Das heißt, es sind 600 Punkte. Wäre immer noch eine Erholung auf Monthly. Er müsste längerfristig, er müsste deutlich über dem Bollinger Band. Das heißt, wir müssten hier schließen, ja, paar Mal, vielleicht einen Monat mal über die 10,4 schließen. Dann würde dann eventuell das bullische Szenario beim DAX stattfinden. Aber so wie wir den S&P jetzt angeschaut haben, mag ich das erstmal zu bezweifeln. Man sollte es aber im Hinterkopf haben, dass wir also bis 10,4 eine Erholung haben, sonst nichts. Ja, der Trend ist intakt. Oder besser gesagt, im Monthly noch nicht ganz, aber es ist eine gefährliche Zone. Ja. Und ich vermute mal, dass er im Weekly schon stattfindet. Ja, wie ihr seht. So, das heißt, im Weekly haben wir schon den Abwärtstrend. Ja, Weekly sind eigentlich auch recht dominant. Können mir aber jetzt wirklich gut vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen vielleicht jetzt auch zu den Quartalsergebnissen nochmal so ein bisschen Hoffnungsschimmer hier reinkriegen, wenn uns jetzt China nicht enorm großen Strich durch die Rechnung macht. Das heißt, wie gesagt, die 10,4 ist immer noch im Raum in den nächsten 1, 2, 3 Wochen, würde ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber wir sehen, der Trend wird stärker, der Abwärtstrend. Ja, das heißt, um das zu durchbrechen, wie gesagt, müssten wir auch 1, 2 Wochen deutlich hier rüberkommen, schnell. Es ist machbar, es ist möglich. Es wird eine Short-Term-Rallye geben können. Ja, dass wir hier einen Candle haben, vielleicht nach einer Woche. Und dann wird sich's wieder entscheiden. Und das sind eigentlich wunderbare Einstiege. Ja. So, und im Daily sieht es dann auch folgendermaßen aus. Wunderbar im Abwärtstrend, ganz klar. Da läuft's. Ja. Das heißt, sieht man den Daily, sieht man den Weekly und Monthly, müsste jeder, wenn jetzt den ADX lesen, davon ausgehen, dass wir eventuell, ja, wo sehen, wo landen wir? Also beim DAX könnten wir, wenn wir das Monthly anschauen, wenn der Trend jetzt hier, das ist jetzt enorm, enorm wichtiger Monat. Der Januar ist ein enorm wichtiger Monat. Beobachtet immer den Monthly jetzt. Wenn jetzt hier dieser Februar anfängt, die rote Linie zu dominieren, dann sehen wir, naja, die 7,5, die 8 dieses Jahr. Zu fast 80% werden wir das sehen.
von der Wahrscheinlichkeit, weil der Trend wird fortgeführt werden. Hundertprozentig dann, wenn das Crossing hier stattfindet im Januar. Das heißt, beobachtet den Januar, beobachtet diese Zahlen, 10, 4, 5. Sollten wir nachhaltig, also deutlich drüber und zwar schnell, könnte man aufwärts dran wieder reinkommen. Ja, es ist noch nicht ganz aufgegeben, die Hoffnung. Ja, vielleicht auch kann durch eine Erholung das nochmal ein bisschen relativiert werden, aber das muss schon etwas schneller kommen und heftiger, sonst sehe ich da schwarz. Ja, auch hier hatten wir zum Beispiel so ein Szenario, ja, aber da hatten wir es nicht geschafft. Ja, wir könnten hier bei die Mittellinie anknabbern, je nachdem wann, 10,5 seht ihr, das sind wir wieder im gleichen Bereich, das heißt, er könnte jetzt auf Daily-Basis, wenn wir jetzt den Monthly nehmen, das ist auch eine sehr interessante Herangehensweise. So, hier haben wir zum Beispiel die 10,4,5 definiert im Monthly. Das heißt, wenn wir jetzt im Daily 10,4,5, ja, da kann ich die Tage vielleicht, das heißt, wenn er das schnell macht, vielleicht könnte er in 2 Tagen eine Erholung machen, also nächste Woche. Wenn er sich 2 Tage schnell erholt, wäre dann der Moving Average so um bei den 10,4,5, wie wir bei Monthly diese Widerstandszone haben. Das heißt, es könnte sich jetzt mit 500 Punkten erholt und dann wäre es vielleicht ein weiterer Short-Einstieg zum Beispiel. Könnte man eher riskieren. Ich zeige euch dann nochmal, wie gesagt, wie man da mit den Calls ein bisschen schönes Hedging macht, dass wenn wir jetzt den Trend nicht kriegen, wir trotzdem fast keinen Verlust haben. Aber wenn wir den Trend kriegen, wunderbare Gewinne einfahren. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Trainings. Aber ich sehe hier einen Trend entwickeln, ganz klar. Ja. Also ich finde jetzt, wie gesagt, möchte keinen Glooming Day oder irgendwelche Sachen hier prophezeien, aber rein von der Technik, von der Dynamik, auch von der fundamentalen Seite her, wäre eine 8000 nichts, würde nichts im Wege stehen. Ne? Weil ihr seht auch von der Trendentwicklung her, jetzt ganz kurz, wir sind im 20er Bereich eigentlich, das heißt, auch hier hat sich kein so richtiger Trend, so vielleicht hier eine kurze Zeit, hier bis hier und dann war vorbei. Guck mal, sehr interessant, dass auch der ADX selber bei diesem schnellen Anstieg, ja, ist hochinteressant, ne? Das ist auch so eine kleine Divergenz, dass der ADX selber, das heißt der Trend, sehr schwach geworden ist, obwohl wir diesen Anstieg hatten. Das heißt, das könnte so eine Art Blähung, Aufblähung sein. Und wir kommen sicherlich da schon mal auf jeden Fall wieder zurück, höchstwahrscheinlich. Ja? Von der Dynamik her. Ja? So. Wir gucken nachher nochmal die Commitments of Trader, das sieht auch nicht gerade bullish aus. Und ihr seht, dass zum Beispiel so ein Trend, wenn er so richtig läuft, das heißt, da war er gesund. Da war er gesund eigentlich. Da sieht man auch, dass der ADX dann steigt, versteht ihr? DE Plus steigt, der ADX steigt. Wunderbar, das ist ein wunderbarer Trendfolgestrategie, ein perfekt Bilderbuch. Ja, ist in diesen von 2004 bis zum Crash hier. Ja. Und auch hier leider auch negativ, sieht man, ADX steigt und ADX selber auch. Nur hier komischerweise haben wir überhaupt keinen Trend. Der ADX bei 20, das heißt kein Trend, wo wir hier einen Anstieg hatten. Ja, das heißt, von der Anzahl der Candles, wenn man jetzt das mathematisch berechnen würde, ist es kein richtiger starker Trend jetzt mehr. Ja? Und das könnte jetzt die Gefahr sein, dass wir jetzt hier eine heftige Korrektur eben jetzt, gerade jetzt in dem Moment kriegen, jetzt. Ja, und das heißt, wie gesagt, nochmal von den Optionen her, wahrscheinlich wurde dann bis zum Quartal abgewartet mit diesen, ne? Interessanterweise erst im Januar geht's los, komisch, hätte ja auch schon 2 Tage vorher losgehen können, aber da waren die Optionen halt noch oder ein paar Tage vorher. Und jetzt kann dieses Jahr das losgehen, ja. Deswegen vielleicht auch dieser Abverkauf. Okay.